Marke! Abzüglich Vorschuss bleibt 16 Silbergroschen und 2 Pfennier. Sind Sie bedankt? Nur sag einmal, stimmt etwa wieder was nicht? Ein paar Pfennier auf Vorschuss hätte ich doch halt da so nötig. Ich hab auch ein paar hundert Taler nötig. Wenn's aufs Nötig haben ankäme. Über den Vorschuss tut der 30er selbst bestimmen. Kennt dich da vielleicht einmal mit dem Herrn 30er selber reden? Da hätte Herr 30er bis Gott viel zu tun, wenn er sich um jede Kleinigkeit kümmern sollte. Dazu sind ja wir da. Treppen hat's wieder drinnen. Ich sehe es gar nicht hin. Ein guter Weber verschiebt's Aufbäumen nicht. Wer weiß wie lange. Waage! Ja, Tag, Frau Bommert. Guten Tag, Bäcker. Man muss wieder lauern, wer weiß, ja, wie lange. Ach, es kommt doch gar nicht drauf an. Herr Weber wartet. Eine Stunde oder einen Tag. Wie oft habe ich es euch schon gesagt? Besser putzen soll das. Was ist denn das hier für eine Schlauderei? Hier sind Klunkern drin, so lang wie mein Finger und Stroh und allerhand Dreck. Hat halt wieder seinen Tälschen Tag. Recht halt ein neues Nopfzengel sein. Es fehlt doch am Gewicht. Eine Sorte Weber. Ist das hier schade für jede Kette, die man ausgibt? Zu meiner Zeit, mir hätten's wohl mein Meister angestrebt. Dazu mal war das ein ganz anderes Ding. Das Spinnwesen, da musste man das Geschäft verstehen. Heute ist das hier nicht mehr nötig. Reimann, 10 Silbergroschen. Aber ein Pfund wird doch gerechnet auf den Abgang. Ich hab keine Zeit abgemacht, Zeller. Was bringt ihr? Sie werden verzeihen, Herr Pfeife. Ich möchte Sie gütigst bitten, ob Sie mir vielleicht und wollten mir helfen und mir diesmal den Vorschuss nicht anrichten. Nur da, das macht sich ja etwa. Hier ist wohl gerade halbe Einschuss. Ob Herr Pfeife hier blieben? Kaum 70 Faden Eintrag. Wo ist denn der übrige? Wo bleibt denn die Realität? Das wäre mir sowas. Der Bagage möchte man noch gar nicht dazu kaufen. Ja. Ich kann halt bald. Ich weiß gar nicht. Wenn Sie mir das mal und geben mir keinen Vorschuss. Oh. Jesus, 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 Jesus. Das ist ja Gejese. Lass doch bloß den Herrn Jesus in Frieden. Ihr habt doch sonst nicht so ängstlich um Herrn Jesus. Wart doch lieber auf den Mann auf, dass man nicht jeden Augenblick hinterm Gretschampfenster sitzen sieht. Ich kann keinen Vorschuss geben. Ich muss hier Rechenschaft ablegen da hier. Ist ja auch nicht unser Geld. Von uns wird's nachher verlangt. Wer fleißig ist und seine Sache versteht, und in der Furcht Gottes seine Arbeit verrichtet, der braucht überhaupt nie keinen Vorschuss nicht. Abgemacht. Safe. Und wenn ein Bielauer Weber das vierfache Lohn kriegt, noch verfünffacht er das vierfache. Und Schulden macht er auch noch. Ich bin gewiss nie faul. Ich bin gewiss nie faul. Aber ich kann nicht mehr sofort. Ich hab halt doch zweimal in Übergang gehabt. Und was denn mein Mann ist, der ist auch bloß ich halb. Er war beim Zerlauer Schäfer, aber der hat ihm den Honig kennen, von seinem Schaden helfen und da zwingen kann man's doch nicht. Zwingen kann man's doch nicht! Wir arbeiten gewiss, was wir aufbringen. Ich habe schon viele Wochen keinen Schlaf mehr in den Augen gehabt. Oh, und es wird doch schon wieder gehen, wenn noch ich und wer die Schwäche wieder ein bisschen rauskriegen. Außer Knochen. Oh, Sie müssen halt doch ein einziges bisschen Einsehen haben. Sehen Sie auch schön gebeten. Und bewilligen wir das mal. Ein paar Gräschel. Fiedler, 11 Silbergroschen. Ja. Bloß ein paar Gräschel, damit man zu Boote kommt. Der Power bockt nicht mehr. Man hat da Häufel.
Kinder. Die Leineweber haben alle Jahre ein Kind. Alle Walle, alle Walle, puff, puff, puff. Die Blitzkröte ist 6 Wochen blind. Alle Walle, alle Walle, puff, puff, puff. Wir haben doch jetzt immer 13,5 Bämen kriegt, Frau Webe. Und fass dir's nicht rein, man braucht ja bloß ein Wort zu sagen. Weber hat's genug. Vollen Zeuche, wie ihr seid. Für ein volles Gewicht gibt's auch einen vollen Lohn. Das, was fehlen sollte an Gewicht? Bring mir ein fehlerfreies Stück Barchend, wird's euch an Lohn auch nicht fehlen. Wer gut webt, der gut lebt. Ja, da hat er recht. Sie möchten Gittis verzeihen, Herr Pfeiffer, und möchten mir diesmal so barmherzig sein und den 5-Bämer-Vorschuss nicht abrechneten. Die meine liegt krumm im Bette. Diese kann keinen Schlag Arbeit nicht verrichten. Heiber. Da muss ich ja Spulmädel bezahlen. Heiber, ich hab doch euch nicht alleine, die anderen wollen auch noch drankommen. Ja. So hab ich die Werft gekriegt. Also hab ich sie aufgebäumt und wieder runtergenommen. Besser garn, wie ich kriegt hat. Kann ich nicht zurückbringen. Passt euch nicht! Da brauchst du auch keine Werfte mehr abzuholen. Wir haben's genug. Dieses Leder von Fiesen danach ablaufen. Du sag einmal, wollt ihr euer Geld nie nehmen? Ich kann mich durchaus so nicht zufrieden geben. Heiber, 10 Silbergroschen, abzüglich. 5 Silbergroschen Vorschuss, bleiben noch 5 Silbergroschen. Meins, meins. Ja, Franze. Da kann ich schon manchmal ein Seufzrig tun. Ich hab zu Hause ein krankes Mädel liegen. Der täte Medizin schon ganz gut. Wo tut's denn fehlen? Oh, sie war schon von der Geburt aus ein mickriges Dinger. Ah. Ich weiß gar nicht. Dir kann ich's ja sagen. Sie hat's auf die Weltmitte gebracht. So eine Unreinigkeit. Über und über bricht es durchs Geblitte. Ja, wo ehemals Armut ist, da kommt auch Unglück über Unglücke. Da ist auch keine Halt und keine Rettung. Und sag mal, was hast du da in dem Taschen? Mir seien halt gar blank daheim. Da habe ich halt unser Hunde schlachten lassen. Viel ist nicht dran, da war ich schon halb der Hunger. Ein kleines nicht Hunde. Selber abstechen mochte ich nicht. Ich konnte mir mal kein Herz in die fassen. Bäcker, 13,5 Silbergroschen. Das ist ein schäbiges Almosen, aber kein Lohn. Wer abgefertigt ist, hat das Lokal zu verlassen. Wir können uns so schon nicht rühren. Das ist ein schäbiges Trinkgeld, weiter nicht? Da soll ins Treten, vom frühen Morgen bis in die sinkende Nacht. Hm? Und wenn man 18 Tage über dem Stuhl gelegen hat. Abend für Abend. Wie ausgewunden. Halb tränig von Staub und Gluthitze. Da hat man sich glücklich 13,5 Bämer schenkt. Hier wird nicht gemault. Von ihm lasse ich mir das Maul noch lang nicht verbieten. Das möchte ich doch mal sehen. Herr Dreißiger! Herr Dreißiger! Freundlich sein. Aber was gibt's denn, Pfeiffer? Becker will sich Maul nicht verbieten. Ach so. Becker. Ist das der? Ja, Herr Dreißiger. Das ist der. Und das ist der. Was erlaubt sich denn der Mensch? Dem geht's zu gut. Er geht so lange auf dem Eis tanzen, wie er mal versehen hat. Oh, du Pfennigmandel, du halt doch du deine Fresse. Deine Mutter mag sie wohl am Neumonden beim Besenreiten am Luzifer versehen haben, dass er so ein Teufel aus dir geworden ist. Maul halten, auf der Stelle Maul halten, sonst! Ich bin der Taub. Hierher noch gut. Ist der Bursche nicht auch dabei gewesen? Das ist ein Bielauer Weber. Die sind überall dabei, wo es auch Unfug gibt. Mhm. Ich sag euch also, passiert mir das noch einmal. Und zieht noch einmal so eine Horde halb Betrunkener bei meinem Hause vorüber, wie gestern Abend mit diesem niederträchtigen Lied. Das Blutgericht, meinen Sie wohl. Er wird schon wissen, welches ich meine. Ich sag also, höre ich das noch einmal, dann lasse ich mir einen von euch herausholen. Und auf Ehre, ich fackle nicht lange. Den übergebe ich dem Staatsanwalt. Und wenn ich rauskriege, wer dieses elende Machwerk von einem Lied. Das ist ein Schelied, das? Ein Wort noch und ich schicke zur Polizei.
Mit euch Jungs werde ich noch fertig werden. Bin schon mit ganz anderen Leuten fertig geworden. Oh ja, das will ich glauben. So ein richtiger Fabrikant. Der wird mit 200-300 Weber fertig. Immer sich umsieht. Lässt doch nicht ein Marschknorrel übrig. Also einer, der hat 4 Magen. Wie eine Kuh. Und ein Gebiss. Wie ein Wolf. Der Mensch kriegt keinen Schlag mehr bei uns. Ob wir am Webstuhl verhungern oder im Straßengraben. Das ist mir egal. Aus. Auf der Stelle aus. Zuerst will ich meinen Lohn haben. Was kriegt der Kerl Neumann? Bäcker, 13,5 Silbergroschen. Da, hier. Und jetzt rasch mir aus den Augen. Zuerst will ich meinen Lohn haben. Da liegt sein Lohn. Und wenn er noch nicht macht, dass er rauskommt. Es ist gerade 12. Meine Färber machen gerade Mittag. Mein Lohn gehört in meine Hand. Hierher gehört mein Lohn. Heben Sie es auf. Tilgner. Das muss alles seinen richtigen Pass gehen. Ja, und nun soll ich nur nachhelfen? Ah. Was gibt's denn da? Da ist einer hingeschlagen. Ja, wie denn hingeschlagen? Er liegt halt da. Kennt jemand den Jungen? Aus unserem Dorf ist er nicht. Da sieht er bald aus wie Heinrichens. Ja, ja, das ist Heinrichens Gustave. Wo wohnen denn die Leute? Nur oben bei uns in Kaschbach, Herr 30er. Er geht Musik machen. Am Tage, da liegt er über dem Webstuhl. Sie haben 9 Kinder, das 10. ist unterwegs. Den Leuten geht's gar sehr kinderlich. Das Weib hat mir mal 2 Hände vor den 9 Burschen. Was hat's denn mit der Junge? Ja, ne, fasst mal mit an, wir wollen ihn mal aufheben. So ein Unverstand, so ein schwächliches Kind den weiten Weg gehen zu lassen. Holen Sie mal ein bisschen Wasserpfeifer. Mach auch nicht etwa Dinge und stirb. Junge! Oder Cognac-Pfeifer, Cognac ist besser. Gib mir was zu fressen. Dann wird er schon wieder zu sich kommen. Also der Kerl nimmt kein gutes Ende. Neumann, nehmen Sie ihn unter den Arm, aber langsam, langsam. So. So. Wir wollen ihn auf mein Zimmer bringen. Ja, na, was ist denn, Neumann? Er hat was gesagt, Herr 30er. Er hat die Lippen bewegt. Was willst du denn, Junge? Mich hungert. Ich glaube, Amente. Ja, wir werden ja sehen. Nur ja nicht aufhalten lassen. Er kann sich bei mir aufs Sofa legen. Wir werden ja hören, was der Doktor sagt. Ich glaube immer, Bäcker hat recht. Bitte, dass erst im Winter werden soll. Denn Dossi, uns geht da sofort mit der Lohnzwackerei. Und mit der Kartoffeln wird's das Jahr gar schlecht. Hier wird's auch nicht anders, bis wir alle vollends auf dem Rücken liegen. Am besten ist, man macht's wie der Nentwig Weber. Man legt sich als Schläfle um den Hals und knippt sich am Webstuhl auf. Der Junge ist schon wieder ganz munter. Es bleibt aber doch immer eine Gewissenlosigkeit. Das Kind ist ja nur so ein Helmchen zum Umblasen. Es ist unbegreiflich, wie Eltern so unvernünftig sein können. Bürden ihm 2 Schock Parchent auf, gute 1,5 Meilen Wegs. Ich werde müssen die Einrichtung treffen, dass Kindern überhaupt die Ware nicht mehr abgenommen wird. Jedenfalls wünsche ich, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Auf wem bleibt es denn schließlich sitzen? Doch auf uns Fabrikanten. Wir sind an allem schuld. Wenn so ein armes Kerlchen zur Winterzeit im Schnee stecken bleibt und einschläft, und da kommt so ein hergelaufener Skribent, und in 2 Tagen, da haben wir die Schauergeschichte in allen Zeitungen. Der Vater, die Eltern, die so ein Kind schicken. Die bewahre, wo werden die denn schuld sein? Der Fabrikant muss ran. Der Fabrikant ist der Sündenbock. Der Weber wird immer gestreichelt. Aber der Fabrikant, der wird immer geprügelt. Das ist ein Mann ohne Herz. Ein Stein. Er lebt herrlich und in Freuden. Und gibt den armen Webern Hungerslöhne. Aber dass so ein Mann auch Sorgen hat und schlaflose Nächte und dass er ein großes Risiko eingeht, dass er manchmal nicht weiß, vor lauter
berechnen und addieren und multiplizieren und addieren und wieder berechnen, wo ihm der Kopf steht. Und dass er immerfort sozusagen auf Tod und Leben kämpft und konkurriert. Und darüber schweigt des Sängers Höflichkeit. Die Geschäfte gehen uns miserabel. Ich setze zu, statt dass ich verdiene. Wenn ich trotzdem dafür sorge, dass meine Weber immer Arbeit haben, das setze ich voraus, dass das anerkannt wird. Die Ware liegt mir da in Tausenden von Schucken. Und ich weiß heute noch nicht, ob ich sie jemals verkaufen werde. Nun habe ich gehört, dass es hier sehr viele Weber gibt, die ganz ohne Arbeit sind. Ja, leider. Naja, und da... Pfeiffer wird euch das Weitere sagen. Die Sache ist nämlich die, damit ihr den guten Willen seht. Ich kann natürlich keine Almosen verteilen, dazu bin ich nicht reich genug. Aber ich kann doch bis zu einem gewissen Grade den Arbeitslosen Gelegenheit geben, wenigstens eine Kleinigkeit zu verdienen. Das wäre schön. Dass ich dabei ein immenses Risiko eingehe, das ist ja meine Sache. Aber ich denke mir halt so, wenn sich ein Mensch täglich eine Quarkschnitte erarbeiten kann, da ist das doch besser, als wenn er überhaupt hungern muss. Habe ich recht? Da haben Sie recht, ja. Ja. Ich bin also bereit, weiteren 200 Webern Arbeit zu geben. Oh, das ist schön. Ja, unter welchen Bedingungen wird euch Pfeiffer auseinandersetzen? Und da wagt es dieser Kerl, dieser Bäcker, sich hier aufzuführen. Zurückgehen und herum. Lümmels umher und singen gemeine Lieder auf uns Fabrikanten. Wollen von Hunger reden und haben so viel übrig, um den Fusel quartweise konsumieren zu können. Ja, ja, da hat er recht, der Gmelian, was, ja. Ja, ja, nee, nee, ist halt so ist. Ich frage die alten, fleißigen, tüchtigen Weber hier. Kann ein Arbeiter, der seine Sachen zusammenhält, bei mir sein Auskommen haben oder nicht? Na, seht ihr. So ein Kerl wie der Bäcker natürlich nicht. Aber ich rate euch. Haltet diese Burschen im Zaume. Wird's mir zu bunt, nur da quittiere ich. Da löse ich das Geschäft auf. Da könnt ihr sehen, wo ihr bleibt. Da könnt ihr sehen, wo ihr Arbeit bekommt. Bei Ehren Bäcker! Sicher nicht! Gnädiger Herr Dreißiger, ich wollte Sie heute recht freundlich gebeten haben, wenn Sie vielleicht, ich hab heute doch zweimal in Übergang gehabt. Herr Dreißiger, ich muss mich beklagen. Der Herr Pfeiffer, der hat mir, wir haben vor der Werfte doch jetzt immer 13. Halbbeben gekriegt. Pfeiffers Sache. Mach das alles mit Pfeiffer ab. Na, Baumert, was bringst du? Ja, was soll's denn jetzt setzen für Weber, Pfeiffer? Fürs Webe 10 Silbergroschen. Plus 10. Oh, das macht sich. Silbergroschen, ja. Ist das schon wieder Knippen? Eine Art Garn ist das aber auch. Wo Vater auch bleibt da so lange? Er ist doch fort schon seit Oma 9. Nur ebens, nur ebens. Wacht da mal immer. Was ist denn? Ja, war doch, es kam jemand. Es wird Tannensorge sein, der zu Hause kommt. Mutter, mich hungert. Wart, Fritzel, wart ein bisschen. Großvater kommt gleich. Er bringt Brot mit und Kerne. Ich hungert also, Mutterle. Ich sag das ja. Wird ja gleich kommen. Er bringt ein schönes Brotel mit und Kerne, Kaffee. Wenn auch wird Feierabend sein, dann nimmt Mutter die Kartoffelschalen, die trägt sie zum Power und da gibt er der Vierer ein schönes Nägelputtermilch. Verschjungel. Okay, August, frag Anton, ob er nicht will anleuchten. Na,
er bloß nie etwa in der Kretscham gegangen wäre. So einer ist unser Vater doch nicht. Der geht doch nicht in den Gasthof. Nu, wenn er's nur versäuft und bringt nichts nie zu Hause. Keine Handvoll Salzes mehr im Hause. Kein Steckelgebäcke. Was soll denn sein? Sie möchten Licht machen. Es ist ja noch Licht, ey. Dann lasst uns auch noch im Finstern sitzen. Ich muss mich ein Ohr einrichten. Da siehst du es. Ach so geizig ist er. Da muss man nun sitzen, bis es ihm wird passen. Guten Abend. Miteinander. Nur Heinrichen, was bringst du uns denn? Ich hab meinen Scherb eingetreten. Setz dich, ich werde sehen, dass ich ihn rauskriege. Geht's denn daheim, Heinrichen? Es geht heilig bald nimmer. Bei uns sei ins Heinrichen wär's am besten, der liebe Gott täte Einsehen haben und nehmen uns gar von der Welt. Meine armen Kinder, da hungern mir daher. Ich weiß mir keinen Rat nimmer. Man mag anstellen, was man will. Man mag rumlaufen, bis man liegen bleibt. Ich bin mehr tot wie lebendig. Und ist doch, ist kein anders werden. Neun hungrige Mäuler, die soll ihn satt machen. Von was denn, ne? Nächten Abend, da hatte ich ein Stickel Brot. Es langte nimmer für die zwei Kleinsten. Wem sollte ich's denn geben? Alle schrien sie mich hinein. Mutterle mir, Mutterle mir! Nee. Jetzt kann ich nur laufen. Was soll denn erst werden, wenn ich zum Liegen komme? Wir wollen ein Fleckel drum binden. Suchen wir mal eins. Es geht uns nie besser, Heinrichen. Du hast doch wenigstens deine zwei Mädel. Du hast einen Mann, der für dich arbeiten kann. Aber meiner, der ist mir wieder vergangene Woche hingeschlagen. Und wenn er wieder so einen Anfall gehabt hat, da liegt er mir wieder fast 8 Tage fest im Bette. Meiner ist auch nie nichts mehr wert. Er fängt auch an und klappt zusammen. Es liegt nur auf der Brust und im Kreuze. Und abgebrannt sind wir ebenfalls auch, bis auf ein Pfennig. Wenn er heute nie unterbringt, hat er Greschel mit. Da weiß ich auch nicht, was weiter werden soll. Heinrichen, wir seien auch so weit. Vater hat müssen Armi mitnehmen. Wir müssen ihn schlachten lassen, dass wir auch immer wieder was in den Magen kriegen. Hätte er nie eine einzige Handvoll Mehl. Nie ja, so viel, Heinrichen. Kerntel Salz ist mehr im Hause. Da weiß ich nicht. Da weiß ich wirklich nicht. Da weiß ich mir keinen Rat mehr. Ich wäre ja zufrieden, wenn so Schweinefutter langte. Aber mit leeren Händen kann ich nicht heimkommen. Das darf ich nicht. Da verzeih mich Gott. Ich weiß mir keinen Rat mehr. Heinrichen! Heinrichen! Mach nicht etwa eine Tummheit. Ich tut sich kein Leid sein. Glaub auch du das nicht. So macht's doch die immer. Oh jes, Mann, wo bleibst doch du so lange? Ich weiß auch nie gleich. Sie lieber danach, wer da mitkommt. Guten Abend, Mumme Baumert. Nur da. Bist du wieder zu Hause? Hast du uns noch nie vergessen? Aber nee. Nur da setz dich, Jock. Komm ja, her. Danke. Setz dich. Du bist der Berta, nicht? Ja. Ist das das Junge? Ja. Guten Abend, Moritz. Willst du mal wieder sehen, wie es bei armen Leuten aussieht? Emma. Du sag mir auch. Emma. Was ein Junge? Dass Balde kein Soldat werden? Was du? Du sag mal, wo hast du denn den angeschafft? Du kennst doch einen Fingerweber. Wen kenn ich?
Wir hatten ihn doch hier mit dem Stiebel. Er wollte sie ja nehmen, aber war doch halt eh mal schon ganz marode auf der Brust. Ich habe doch das Mädel gewandt genug, konnte sie wohl hören. Nur ist er längst tot und vergessen und die kann sehen, wie sein Jungen durchbringt. Ja, nu, sag mal, Moritz, wie ist denn dir gegangen? Na ja, also, ich kann nicht so klagen wie die anderen. Mir ist gut gegangen, beide Soldaten. Das Pursche-Gewässer beim Rittmeister. Jo! Ja, okay, er spricht wie die vornehmen Leute. Ja, das feine Sprechen, das habe ich mir so angewöhnt, dass ich es gar nicht mehr lohnen kann. Oh, so ein Nistegutz, wie das gewesen ist. Du warst doch nie nicht für was Gescheites zu gebrauchen. Du kannst doch keine Strähnen hintereinander abhaspeln. Auch immer futtenaus, Meisenkasten aufstellen und Rotkätelsprenkel. Das war der lieber. Ist nie wahr? Ja, das ist wahr, Mume Baumert. Aber ich fing nie nur Kettel, ich fing auch Schwalben. Da konnten wir immer zu reden, Schwalben sind giftig. Aber das war mir egal. Jo, 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 jo. Tja. Aber wie ist euch denn der Gang, Mume Baumert? Oh, jeez. War gar schlimm in den letzten 4 Jahren. Sieh da bloß einmal meine Finger an. Ich kann da kein Glied nie bewegen. Es glaubt's kein Mensch, was ich muss für Schmerzen da leiden. Mit der ist jetzt gar schlecht, die macht's nicht mehr lange. Am Morgen ziehen wir sie an und am Abend ziehen wir sie aus. Wir müssen sie füttern wie ein kleines Kind. Was hab ich schon der lieben Herrgott gebeten? Er soll mich doch bloß nicht abrufen. Oh jeez, das ist doch halt zu schlimm mit mir. Ich weiß doch gar nicht. Die Leute könnten denken, aber ich bin doch das Arbeiten gewöhnt von Kindheit auf. Ich hab doch meine Sache immer kund leisten. Und nur auf einmal. Geht nimmer. Ich hab einen guten Mann und gute Kinder hab ich. Aber wie sehen die Mädel aus? Kein Blut haben sie bald nimmer in sich. Eine Farbe haben sie wie die Leintücher. Das geht doch egal immer fort mit dem Schemmeltreten, ob es so ein Mädel dient oder nicht. Was haben die für ein bisschen Leben? Das ganze Jahr kommen sie nie vom Bänkel runter. Nie mal ein paar Klunkern haben sie sich da schint, dass sie sich könnten damit bedecken und könnten sie einmal vor den Leuten sehen lassen. Oder einen Schritt in die Kirche machen und könnten sie einmal eine Erquickung holen. Aussehen tun sie wie die galgige, schlinke junge Mädel von 15 und 20. Es raucht wieder so ein bisschen. Na, da sieh auch den Rauch! Ja, nimm mal an, kann hier wohl Wandel werden. Sterb's bald ein. Da oben. Wir wussten alle, einer mehr wie der andere. Was hustet, hustet. Und wenn's uns erwischt und wenn gleich die Plauze mit der geht, da fragt uns auch noch kein Mensch. Nee, dann noch. Das ist doch Ansorgensache. Ja. Das muss er doch richten. Der wird uns wohl ansehen. Der muckst doch immer wie genug. Ja, der Balter hat ja keine Mietzinsen nie mehr besehen. Und wenn wir erst aufmucken, dann fliegen wir raus. Das kann aber bald hier nicht mehr so weitergehen. Da leben ja in die Städte die Hunde besser als hier. Sag mal, was da heißt es bloß, es seien schlechte Zeiten. Wie hieß es, Junge? Fritzel. Was? Wie hieß man? Fritzel, Fritzelsche. Moritz, bist du auch wieder da? Willkommen, Moritz. Vielen Dank, Vater Ansage. Sag mir doch gar, du siehst ja bald aus wie ein Graf. Zeig dir mal deinen schönen Urlaub. Er hat einen ganz neuen Anzug mit. Na ja. Und 10 Taler Bargeld. Ja, die hab ich. Oh, ja, ja. Nun, Mende. Ich bring jetzt die Schalen weg. Verputter mich bis lang. Für Buttermilch. Nun, nee, ich hab auch eine Buttermilch bei mir, aber die Buttermilch hier ist braun. Na? Ob da bin ich immer die Helle heiß gemacht. Dir, Moritz, werden sie lehren, wenn du zum Militär kommen wirst. Aber mir ist gut gegangen. Ich kann nicht klagen. Willig muss man sein. Das ist Haupt. Ich hab den Wachtmesser die Stiefel geputzt. Ich hab's Pferd gestriegelt. Ich hab Bier geholt. Und auf dem Posten war ich. Ich war der Erste im Stalle. Der Erste beim Appell und der Erste im Sattel. Und wenn's zur Attack ging, da hab ich gemacht. Auf, auf, marsch, marsch! Marsch, marsch! Oh, ich war auf dem Posten, sag ich euch. Und da kam's also weit, dass der Rittmeister vor der ganzen Schwadron sagt über mich, det is ein Husar, det wie er sein soll.
da hast du auch so ein Glück gehabt. Na, da wollen wir hoffen, dass du uns dein Glück mitbringst. Nur da sollen wir wohl einmal mittrinken hinterher. Nee. Nur Jojo. Na ja, natürlich war der Baumann. Und wenn das alle ist. Guck mal her, da kommt mehr. So. Mei, das geht ja hier zu. Da kriegst du Braten. Da ist ein Quarz Brandwein. Soll's leben, Moritz. Gesundheit, Vater Ansäuge. Mutter. Na, kennt man denn nicht zu allen heiligen Zeiten so ein Stickel gebratenes haben, statt dass man kein Fleisch nie zu sehen kriegt über Jahr und Tag? So muss man wieder warten, bis einmal so ein Hundel zuluft wie das hier vor 4 Wochen. Und das kommt dann nie oft vor im Leben. Ne? Hast du Amin schlachten lassen? Ja, ob er mir nur noch vollends der Hunger tat? Das war so nett, betulich Hundel. Sag mal, seid ihr denn hier immer noch so happig auf Hundebraten? Jesus, wenn wir auch und wir hätten genug davon. Nur sag uns doch mal deine Meinung, Moritz. Du weißt doch, wie es in der Welt draußen zugeht. Wird das nur hier einmal anders werden mit uns Webern, oder wie? Naja, nicht? Man soll's hoffen. Wir können da nicht leben und nicht sterben hier oben. Uns geht's leider besig früher. Da man noch am Stuhl arbeiten konnte, da hat man sich halbwegs mit Kummer und Not doch konnte so durchschlagen. Heute, da kann ich mir schon über Jahr und Tag kein Stück Arbeit mehr erobern. Mit der Kopfrechterei so, dass man sein bisschen Leben mal so hinfristen tut. Ich flechte bis in der Nacht, nein, und wenn ich ins Bett falle, da habe ich an Behmen und 6 Pfennige da schind. Aber 3 Taler. Muss ich hinschmeißen auf Haussteuer, 1 Taler auf Grundabgaben, 3 Taler auf Hauszinse, 14 Taler kann ich Verdienst rechnen, bleiben für mich 7 Taler aufs ganze Jahr. Da davon soll man sich nur bekochen, beheizen, bekleiden, beschuhen, man soll sich bestricken und beflicken. Ist es da ein Wunder, wenn man der Zinse nicht zahlen kann? Ja, jetzt müsste mal einer hingehen nach Berlin und müsst's ein Kriegliche vortragen, wie es uns also geht. Mensch, Vater Baumert, da nicht ja so viel hilft es. Ja. Es sie seien ja schon genug in die Zeitung drauf zu sprechen gekommen. Aber die Reichen, Mensch, die Reichen, die drehen und die wenden der Sache. Also und also, nicht? Die überteifeln ja die besten Christen. Wenn eins nun und schind sich's bast von der Hände und kann doch seine Zinsen nicht aufbringen, kann mir der Bauer mein Häusel da wegnehmen. Es ist halt der Bauer. Der will sein Geld haben. Nur weiß ich gar nicht, was denn noch werden soll. Wenn ich halt und ich muss aus dem Häuseln ausgehen. Hier bin ich geboren. Hier hat mein Vater am Webstuhle gesessen, mehr wie 40 Jahre. Wie oft hat er zu Mutter gesagt, Mutter, wenn's mit mir einmal ein Ende nimmt, das Heisel halt feste. Das Heisel hab ich erobert. Hier ist jeder Nagel an durchwachte Nacht, an jeder Balken, na ja, trocken Brot. Da bist du doch drin. Nun, kommt's aber so weit. Da wäre mir schon lieber, sie kriegen mich hinaus, statt dass ich auf meine alten Tage noch hinauslaufen müsste. Greife mal ins Reaberta und reich ansorgende Suppe. Da hier ist Vater Ansorge. Vater, du wirst dich doch gedulden kennen. Lass auch Bertan vorrichtig vorschirmen. Vor 2 Jahren, da
Da war ich das letzte Mal zum Abendmahl. Gleich danach verkaufte ich einen Gotzteschrock. Und der davon haben wir ein Stück Schweinernis gekauft. Und seitdem, da habe ich kein Fleisch nicht mehr gegessen, bis heute Abend. Wir brauchen erst gar kein Fleisch. Das essen für uns der Fabrikanten. Ja. Die warten im Fett bis hier, hierher. Ja. Wer das nicht glaubt, der geht runter nach Bielau, nach Peter Schwale. Ich? E-Fabrikantenschloss hinterm anderen. Immer E-Palast hinterm anderen. Mit Spiegelscheiben und Türmelchen und eisernen Zeilen drauf. Nee, du. Da weiß keiner nicht. Vor schlechten Zeiten. Da langt's auf Gebratenes und Gebackenes und auf Equipagen und Kutschen und auf Gouvernanten und was weiß ich. Die wissen gar nicht, was sie erst machen sollen. Vor lauter Reichtum und Übermut. In den alten Zeiten, da war das ganze andere Ding. Da ließen die Fabrikanten auf Weber mitleben. Heute? Ach, bringen sie alles alleine durch. Von den Leuten kommt's ganze Unglück. Ey. So, pass mal hier auf, was ich euch da vorlesen tu. August, hol noch ein Quart Branntwein. Na, was lachst du denn in ihm fort, was? Ich weiß auch nicht, was mit dem Jungen ist. Dem geht's immer gut. Der lacht sich die Hucke voll. Mal kommen, was will. Halt, da hast du Geld. Halt doch noch ihn. So. Na, nur Feder. Geldock, Alter, du weißt doch, was gut schmeckt. Moritz, du bist unser Mann. Du kannst lesen und schreiben. Du weißt, wie es um die Weberei bestellt ist. Du hast da halt so viel arme Webereibevölkerung. Du solltest da mal unsere Sache in der Hand nehmen. Na hier. Naja, also den alten Fabrikantenreideln, den würde ich allzu gerne mal in Lidl aufspielen, nicht? Ich bin ja ein sehr umgänglicher Kerl, aber wenn ich mal falsch wäre und ich krieg's mit der Wut, ja, da packe ich einen 30er in die Hand und einen Dietrich in die andere Hand und dann hau ich sie mit den Käppen so zusammen, du, dass ihnen das Feuer aus die Augen springen tut. Menschenskinder, wenn wir zusammenhalten könnten und wir könnten's aufbringen, nicht? Da kennt man Fabrikanten, aber wollen solchen Krach machen, da braucht man keinen König dazu und keine Regierung. Nicht? Da könnt man sagen, wir wollen das also und also und also und also nicht. Und dann, da täten die auf einen ganz anderen Loche pfeifen da hier. Es ist wirklich wahr. Ich bin gewisslich immer diejenige gewesen, die gesagt hat, die Reichen müssen aber auch sein, aber... Der Teufel soll sie holen. Der Rosse da vergänt ich's. Wo ist denn der Vater? Ich weiß auch nie, wo er mag hin sein. Seit wann, dass das Fleischchen nicht mehr gewöhnt ist? Du, da seht das, du bleibst in ihr mal. Da wird er das ganze bisschen schönes Essen wieder von sich geben. Ja, mit mir ist bald Karal. Mich haben sie bald auch so weit. Hat man sich einmal was Gutes ergattert, da kann man es nicht einmal mehr bei sich behalten. Und da gibt's Leute, die behaupten, die Weber könnten gut und gerne leben, sie seien nur zu faul. Das seien gar keine Menschen, das seien Unmenschen, sei das. Aber den, der das gesagt hat, der hat sein Fett weg. Ich und der Rote Bäcker, wir haben's ihm eingedrängt. Und zu guter Letzt, bevor wir weggezogen sind, da sagen wir ihm noch das Blutgerichte. Es ist doch, glaube ich, das 30er-Lied, oder wie? Wer hat denn das Lied erfunden? Das weiß keiner nicht. Nur hört mal drauf. Hier im Ort ist ein Gericht, noch schlimmer als die Fem. Wo man nicht erst ein Urteil spricht, das Leben schnell zu nehmen, hier wird der Mensch langsam gequält. Hier ist die Folterkammer. Hier werden Seufzer viel gezählt als Zeugen von dem Jammer. Hier ist die Folterkammer. Der das geschrieben hat, der sagt die Wahrheit, das kannst du bezeugen. Wie heißt's? Hier werden Seufzer viel wie? Hier werden sie viel gezählt? Viel gezählt als Zeugen von dem Jammer. Die Herren 30er, die Henker sind. Die Diener ihre Schergen. Davon ein jeder tapfer schwingt, anstatt was zu verbergen. Ihr Schurken all, ihr Satansbrut. Ja, Satansbrut. Ihr höllischen Kujone. Ihr Fresster Armen, Hab und Gut. Und Fluch wird euch zum Lohn. Ja, das ist auch am Fluch wert. Ihr Fresster Armen, Hab und Gut. Und Fluch wird euch zum Lohne. Hier hilft kein Bitten und kein Flehen. Umsonst ist alles klar. Gefällt's euch nicht, dann könnt ihr gehen, am Hungertuche nagen. Wie steht's? Umsonst ist alles klar. Jedes Wort ist auch so richtig wie in der Bibel. Hier hilft kein Bitten und kein Flehen. Nur denke man sich diese Not und Elend dieser Armen.
zu Haus oft keinen Bissen Brot. Ist das nicht zum Erbarmen? Erbarmen, ha, ein schön Gefiel. Euch Kannibalen Fremde. Ein jedes kennt schon euer Ziel. Sister Armen, Haut und Hemde. Haut und Hemde, alles richtig. Sister Armut, Haut und Hemde. Hier stehe ich, Robert Baumert, Webermeister von Kaschbach. Wer kann vortreten und sagen, ich bin ein braver Mensch gewesen, mein Leben lang? Und nun seht mich an, was habe ich davon? Wie sehe ich aus? Was haben Sie aus mir gemacht? Hier wird der Mensch langsam gequält. Und das muss anders werden, spreche ich jetzt auf der Stelle. Mir leiden's nicht mehr. Mir leiden's nicht mehr. Mag kommen, was will. Teiflose Peter Schwall. Ja. Ist halt Liefertag beim 30er nach oben. Es gibt doch aber sonst nicht auch so lebhaft. Es könnte sein, es ist wegen der 209 Weber, die er noch annehmen möchte jetzt. Bier trinke ich. Ja, ja, das wird's wohl sein. Will er 200, wenn er wohl 600 kommen sein. Wir haben ja genug von der Sorte. Oh, Jesus, Jesus, die langen zu und wenn's denen auch noch so schlecht geht, die sterben nie aus. Setzen mehr Kinder in die Welt, als wir brauchen können. Nun kommt doch nur das Begräbnis dazu. Davor bin ich Weber ist da gestorben. Er hat doch lange genug gemacht. Der lief da schon übers Jahr und Tag auch bloß rum wie ein Gespenst. Das kannst glauben, Wessel. So ein numpern kleines Sagel, so ein winzig kleines Dingel. Das habe ich ja noch nie zusammengeleimt. Das Leiche war knapp 90 Pfund. Ich verstehe bloß nicht, wo man hinblickt. In irgendeine Zeitung. Da liest man die schauerlichsten Geschichten von der Webernot. Da kriegt man einen Begriff von der Sache. Als wenn hier die Leute alle schon drei Viertel verhungert wären. Und wenn man dann so ein Begräbnis sieht. Ich kam gerade im Dorf rein. Blechmusik, Lehrer, Schulkinder, der Pastor und ein Zopf Menschen hinterdrein. Als wenn hier der Kaiser von China begraben würde. Ja, das muss doch barbarisch Geld kosten. Wo kriegen die Leute das Geld nur her? Sie werden ergebenst entschuldigen, mein Herr. Das ist so eine Unverständlichkeit unter der hiesigen armen Bevölkerungsklasse. Mit Erlaubnis zu sagen, die machen sich so eine übertriebliche Vorstelligkeit von wegen der schuldigen Ehrfurcht und pflichtmäßigen Schuldigkeit gegen selig entschlafene Hinterbliebene. Wenn das, und sind es gerade die verstorbenen Eltern, das ist so ein Aberglaube, da wird von den nächsten Nachkommen und Erblassern das letzte zusammengekratzt. Na, wo es die Kinder nicht auftreiben können, das wird vom nächsten Magnaten geborgt. Ja, und da kommen die Schulden bis über die Ohren. Auch werden der Pastor wird verschuldet, der Küster und was für Leute da noch rumstehen. Das Essen, das Getränk und dergleichen Notdurft. Nee. Da lobe ich mir respektive Kindlichkeit. Aber nicht, dass die Leidtragenden ihr ganzes Leben lang unter der Last gedrückt werden. Was? Erlauben Sie mal. Das müsste doch der Pastor den Leuten ausreden. Aber so einem großen Begräbnisfeste, da hat doch die hohe Geistlichkeit ihre schöne Übervorteilung. Desto zahlreicher so eine Grablegung gehandhabt wird, je umfänglicher die Offertorien fließen. Wer die hiesigen arbeitenden Verhältnisse kennt, der kann mit unmaßgeblicher Bestimmtheit sagen, die an Pfarrer dulden da widerstreblich die stillen Begräbnisse. Schönen guten Tag auch. An Evacher möchte ich bitten. Na, junge Frau, haben Sie was Lumpiges? Ach, ordentlich. Ah, Jungfer Anna. Schöne Zerbändel, Hemdbändel, Strumpfbändel hätte ich im Wegel.
Schiene, Stecknadeln, Haarnadeln, Häkel und Esel, alles gebe ich für ein paar Lumpen. Von Lumpen, da wird das schön weiß Papier gemacht. Und da schreibt der liebe Schatz ein hübsch Briefel drauf. Oh, ich bedanke mich. Ich mag keinen Schatz. Oh. Ach, so ist das Mädel. Vom Heiraten will sie nichts wissen. Das ist gescheit, Fräulein. Da machen Sie es wie ich. Top. Geben Sie mir die Patsch. Wir beide bleiben ledig. Nun, Sie seien doch schon verheiratet. I Gott bewahre, ich tu bloß so. Sie denken wohl, weil ich den Ring trage. Den habe ich mir nur an den Finger gesteckt, um meine bestrickende Persönlichkeit vor unlauteren Angriffen zu schützen. Vor Ihnen fürchte ich mich nicht. Sagen Sie mal im Ernst, Fräulein, wollen Sie sich niemals auch nur so ein ganz kleines bisschen verheiraten? Oh, wär's doch. Die bleibt Ihnen ledig. Oder es muss was sehr Rares sein. Warum denn nicht? Ein reicher schlesischer Magnat hat die Kammerjungfer seiner Mutter geheiratet. Und der reiche Fabrikant Dreisiger, er hat ja auch eine Wirtstochter genommen. Die ist nicht halb so hübsch wie Sie, Fräulein. Und fährt jetzt fein in Equipage. Mit Livreediener. Warum denn nicht? Eine Tasse Kaffee werde ich trinken. Ah, willkommen, Vater Ansorge. Sieht man dich wieder wohl. Kommst du auch noch einmal aus deinen verräucherten Geniste gekrochen? Ich hab mir wieder mal eine Werfte geholt. Wir verzehnt beim Arbeiten. Jetzt nie gemacht, aber mit der Korbflechterei hat's auch ein Ende genommen. Verzehnt beim Arbeiten. Nee. Manchmal geht's halt nie anders, wenn man am rechtlichen Weg bleiben will. Hätt ich ja so gedacht wie du, Baumert. Wo wären denn jetzt meine sieben Gesellen, hä? Du willst drauf zu laufen. Das muss er erneut lassen. Wenn er Weber noch auf zwei Beinen rumläuft, dann machst du schon einen Sack fertig. Du bist besser wie die Polizei, wo die Nipper sitzen unter der Weber, die sich jede Woche hübsch an Igelspulen übrig machen. Du kommst Lumpen kaufen und nimmst auch auf Heifall Schussgarn, wenn's drauf ankommt. Und drei Weizen blieht auf dem Kirchhofe. Je mehr das auf der Hobelspinne schlafen gehen, desto besser für dich. Wenn du die vielen Kindergräbel ansiehst, da klupst du dir auf den Bauch und sagst, es war heuer wieder ein gutes Jahr. Nee. Die kleinen Kreppe seien wieder gefallen wie die Maikäfer von der Bäumen. Da könnte ich mir wieder ein Quart zulegen, die Woche. Winter, du, mit wem du willst, aber nicht mit mir. Lügenhorn nicht. Totentischler. Er kann's Vieh behexen. Fühl dich vor, sag ich dir bloß. Sonst mache ich ja mal mein Zeichen. Soll ich Ihnen einen Kaffee lieber ins Stiebel tragen? I, was denken Sie? Hier will ich sitzen, bis ich sterbe. Guten Mittag. Guten Mittag. Willkommen miteinander. Zwei Ingwer möchten wir haben. Nun, Herr Förster, tüchtigen Marsch gemacht? Es geht. Ich komme von Stein-Seiferstorf. Entschuldigen Sie, sind Sie gräflich hochheimischer Förster? Gräflich Kalsch bin ich. Freilich, freilich. Das wollte ich auch sagen. Ja, es ist hier zu schlimm mit den vielen Grafen und Baronen und freiherrlichen Gnaden. Da muss man ein Riesengedächtnis haben. Zu was brauchen Sie denn die Axt, Herr Förster? Die habe ich Holzdieben weggenommen. Unsere Herrschaft, die nimmt's gar sehr genau mit ein paar gestohlenen Brennholze. Na, erlauben Sie mal. Das geht doch auch nicht. Wenn da jeder holen mit wollte. Mit Verlaub zu reden, hier ist das wie überall mit der Klinne und der großen Dieben. Hier seien welche, die treiben Holzhandel im Großen und werden reich von gestohlenem Holze, wenn aber mal ein armer Weber kommt. Ja, wir dürfen kein Zweigel aufheben. Aber die Herrschaft, ja, die greift uns umso toller an. Die zieht uns Leder elegant über beide Ohren runter. Da seien Schutzgelder zu entrichten, Spinnengelder, Naturalleistungen. Da musst du immer sonst Gänge laufen. Und bei Hofe musst du umsonst arbeiten, ob du willst oder nicht. Ich hab's an gnädigen Herrn selber gesagt. Sie werden gütigst verzeihen, Herr Graf, meinte ich Ibern. Das Jahr kann ich ja so viele Gutstage eh mal nie leisten. Mir hat's Wasser alles zu Schanden gemacht. Mein bissel Acker hat's weggeschwemmt. Ich muss Tag und Nacht schaffen.
und ich leben will. Ihr macht ja ein schauderhaftiges Gelamentiere dahe. Was da der Himmel schickt, das müssen wir uns alle gefallen lassen. Und wenn es euch sonst nicht zum Besten geht, wer ist denn schuld wie ihr selber? Was? Wie das Geschäft gut ging, was habt ihr gemacht? Alles verspielt und versoffen habt ihr. Hättet euch dazu mal was erspart, da wäre jetzt ein Notpfennig da sein. Da bräuchte ihr kein Gun und kein Holz stehlen. Der Power bleibt der Power. Wenn er schläft, bis um 9. Jetzt ist das also. Der Power und der Edelmann, die ziehen an einem Strange. Wenn er Weber eine Wohnung haben will, sagt der Power, ich gab der Klee Lächle zum drinne Wohnen. Und du zahlst mir schöne Zinsen und hilfst mir beim Heu und bei der Ernte. Und wenn dir das nie passt, kannst du sehen, wo du bleibst. Und wenn so armes Schwein von Weber zu einem zweiten Pauern geht, macht der's wie der Erste. Och, ihr verhungerter Luder. Zu was werdet ihr zu gebrauchen? Könnt ihr Flug in der Acker drücken? Könnt ihr wohl eine gleiche Furche ziehen oder eine Mandelhabergaben über Wagen reichen? Ihr seid ja zum Nichtnutze wie zum Faulenzen und bei euren Weibern liegen. Ihr werdet Scheißkerle. Ihr könnt euch was nützen. Ach, so ein Power, der ist wie ein Bremmerochse. Wenn ihr nicht wisst, was hier für eine Not ist, in den Dörfern hier noch, was hat man da alles zu sehen kriegt? Zu Vieren und Fünfen lagen sie nackt auf einen einzigen Strohsack. Stinkendes Tolk haben sie gefressen, vor Himmelsangst. Hingerafft hat sie der Hunger zu Hunderten und Aberhunderten. Wenn Sie lesen können, dann müssen Sie doch auch wissen, dass die Regierung genaue Nachforschungen hat anstellen lassen. Das kennt man, das kennt man. Da kommt so ein Herr von der Regierung, der alles schon besser weiß, wie wenn er es gesehen hätte. Der geht also ein bisschen im Dorf herum, wo die Bache ausfließt und die schönsten Häuser sein. Die Schuhe, der will er sich auch nicht beschmutzen. Da denkt er halt, es wird wohl überall so schön aussehen. Und steigt in die Kutsche und fährt wieder heim. Und er schreibt dann nach Berlin, es wäre und wäre eh mal keine Not nicht. Wenn er aber und wäre in der Dörfern aufgestiegen, bis wo die Bache eintritt und über die Bache nieber auf die kleine Seite oder gar abseits, wo die kleinen einzelnen Klitschen stehen, die da manchmal so schwarz und hinfällig sein, dass es ein Streichhölzel nie verlohnt, um also ein Ding anzustecken. Da wäre wohl anders haben nach Berlin Bericht. Zu mir hätten sie kommen sollen, die Herren von der Regierung, die es nicht haben glauben wollen, dass hier eine Not wäre. Ich hätte einmal was aufgezeigt. Ich wollte einmal die Ohren aufkneppen in allen den Hungernestern hinein. Jetzt singen sie schon wieder das Teufelslied. Die stellen ja das ganze Dorf auf den Kopf. Einer legt was in der Luft. Der Mensch langsam geht mit, hier ist die Folterkammer. Hier werden Seufzer viel gezählt als Zeugen von dem Jammer. Schwadron, absitzen! Ja! Schurken all, ihr Satansbrut, ihr höllischen Kujonen, ihr Fest der armen Hab und Gut, und Fluch wird euch zum Donner. Nur sag doch bloß, was geht denn vor, dass ihr also ein hellen Haupt beieinander seid? Vielleicht wird aber was vorgehen. Gell, Doc Moritz? Jo! Wirst doch. Mach doch nicht Dinge. Es ist auch schon Blutklossen. Magst sehen? Na, hier. Vater Baumert. Mein Vater Schmidt war mal impfen lassen. Na, nun wird's Tag. Da kann man sich nicht wundern, dass also ein Tipps ist auf allen Gassen, wenn solche Leubel im Dorf herumschwuchtern. Gleich 2 Quart Brandewein! Ja. Ich zahl's! Ja. Na, was'n Wälzel, was'n? Glaubst du vielleicht, wir haben keinen Putt-Putt? Also, wenn wir wollten, dann könnt man Schnaps trinken und Kaffee lappern. Bis morgen früh. Genauso wie ein Reisender. Meinen Sie mir oder meinen Sie mich? Immer den, der fragt. Nicht? Hören Sie mal. Junger Mensch, Ihr Geschäft scheint recht gut zu gehen. Ja, ich kann nicht klagen, nicht? Ich bin Konfektionsreisender, nicht? Ich mach mit Fabrikanten Halbpart! Je mehr die Weber hungern, desto fetter speis ich. Je größer die Not, desto größer mein Brot.
Was? Gut. Ist ganz gut. Ja, ist gut gemacht, Moritz. Sollst leben. Ihr lasst den Mann in Ruhe. Hat er Knisch nicht getan. Aber tut ihm auch nicht. Das Lied. Wollt ihr in meinem Haus durchstehen? In meinem Haus durchstehen. Von ein jeder Tag verschickt, anstatt was du... Der Wirt hat recht. Lasst ihr das singen. Aber beim 30er müssen wir noch mal vorbeiziehen. Der muss unser Lied noch mal zu hören kriegen. Schreibt's nur nicht zu Tolle, damit er's nicht einmal falsch versteht. Los, sag du dir ruhig ein bisschen ein Theater machen. Und die der viele Kläffen beißen nicht, Dago. Wittig, Wittig, Wittig ist da. Ja, ihr hängt da, was gibt's denn? Wittig, Wittig, komm her zu uns, Wittig. Ja, ich werde mich in Obacht nehmen und mich zu solchen Morgoten setzen. Wittig, trink mal ihn mit. Behalte dir deinen Brandwein. Will ich trinken, zeig ihn selber. Na ja, also gut. Gut. Ja, Vater Ansorg. Wie geht's? Was haben die Weber für eine Speis? Sauerkraut und Läusefleisch. So will nur, aber wenn sie Not sich sein, nicht mehr zufrieden damit. Sag, oh keiner, bist du's. Ihr Leute, ich lach mich dort. Alle Baumart will Rebellion machen. Ja, jetzt haben wir's. Jetzt fangen die Schneider auch noch an. Dann werden die Bälen rebellisch. Dann die Mäuse. Ratten. Oh, du meine Gitte. Das wird ein Tanz werden. Sieh auch, Wittig, ich bin noch immer derselbigste wie früher. Und ich sag auch jetzt noch, wenn's im Guten ging, wär's besser. Im Jack wird's gehen, aber nicht im Guten. Wann ist es sowas im Guten gegangen? Ist etwa Frankreich im Guten gegangen? Hm? Oder etwa der Robespierre, ein Reich in der Patschel gestrichelt? Da hieß es bloß immer, allez, Schafott, immer noch auf die Guillotine. Das muss gehen. Along, Sangfang, die gebratenen Gänse kommen einem nie ins Maul geflogen. Wenn ich auch konnte, ich hätte nur halbwege mein Auskommen. Ja. Ach, Wittig, das Wasser steht und halt bis zum Halse. Man mag bald gar nicht mehr heimgehen. Ob man nur schachtet oder man legt sich schlafen. Man hungert auf Bäder achten. Daheim, Mensch, daheim, verlierst dich ja völlig ganz euer Verstand. Es ist ein Gericht in der Luft. Gesellet euch nicht zu den Reichen und Vornehmen. Es ist ein Gericht in der Luft, der Herr Zebaoth. Lass du den Mann sechs Hetzel beten, das kann sich manch einer zu Herzen nehmen. Daher die Helle, die Seele weit aufgesperrt und den Rachen aufgetan, ohne alle Maße, dass hinunterfahren alle die, so die Sache der Armen beugen und Gewalt üben im Recht der Elenden, spricht der Herr. Und doch wie wunderlich geht's, wenn man es recht will betrachten, wenn man des Leinewebers Arbeit will verachten. Wir sind aber Parchenweber. Allein webern geht's noch viel elender. Die schleichen auch bloß sich noch wie die Gespenster zwischen den Bergen rum. Ihr da hier, habt doch noch Krien zum Aufmucken. Das bissel Forsche. Wo ist die noch im Leib haben, Werner, der Fabrikant auch noch vollends austreiben. Er hat ja gesagt, wir werden noch für eine Quarkschnitte arbeiten. Wer hat das gesagt? Der 30er hat das gesagt. Über die Weber! Das Ass sollte man erstlich aufknippen. Nur hör mal auf mich, Wittig. Du hast doch immer das Maul so voll genommen. Du hast doch immer so viel erzählt von der Französischen Revolution. Du könnt einmal Gelegenheit wären, dass einer zeigen könnt, ob er Großmaul ist oder ein Ehrenmann. Sag noch ein Wort, Junge. Hast du gehört? Kugeln pfeifen? Was? Moritz, die Polizei!
Korn möchte ich bitten. Na, Kutscher, soll's wohl einmal zum Rechten sehen, jawohl. Was? Tag, oh Meister Wiegand. Dankeschön, Kutscher. Was macht uns Geschäft? Oh, dank für die Nachfrage. Der Verwalter hat Angst, wir könnten uns den Magen verderben von dem vielen Lohn, den wir kriegen. Ja. Geloch, Wälzel, wir haben eben Schweinernes gegessen, in Fetthunke und Klesel mit Sauerkraut. Und jetzt trinken wir noch Schlampagnerwein. Und hintenrum scheint die Sonne. Und wenn ihr nicht gleich Schlampagner gebraten habt, deswegen werdet ihr noch lange nicht zufrieden sein. Ja, wo kein Schlampagner? Hm. Muss halt auch gehen. So, Gendarme, das schweres Leben. Einmal muss ein verhungerten Betteljungen ins Loch stecken. Dann muss er wieder mal ein Hieb Schwäbermädel verführen. Dann sich wieder mal sternhagelsmäßig bekreischen, das Weib durchprügeln, dass er zur Nachbarn gelaufen kommt, aus Himmelsangst. Du wirst dich schon noch bei Zeiten am Hals reden. Man weiß ja längst, was du für ein Briederle bist. Ich kenne ihn. Der bringt über Jahr und Tag Weib und Kind als Armenhaus. Wird saufen und Kretsch am Hocken und sich selber ins Gefängnis. Der wird aufhetzen und aufhetzen, bis wird der Ende mit Schrecken nehmen. Auf der Letzte kannst du gar recht haben. Kommt's aber so weit, dann weiß ich auch, wem ich zu verdanken hab, wer mich verklatscht hat bei Fabrikanten und auf der Herrschaft. Und verschämt und verleumt, dass ich keinen Schluck Arbeit mehr besehe. Und ich sorg das. Bringst du mich ins Gefängnis, dann machst du auch gleich das Testament. Ich hol dich raus und wenn ich dich muss, aus dem Bett zerren von deinem Menschen weg. Ich hol dich raus, ich schlock dir das Schälein. So wahr wie ich mit dir schieße! Ich was? Bin nicht stopp sein! Ich bin nicht so! Mensch! Ich bin nicht so! Mensch! Was willst du von mir? Mit dir habe ich nichts nicht zu schaffen. Ich habe mit der hiesigen Webern zu reden. Dir habe ich nichts nicht getan. Du gehst mich nicht an. Euch Webern aber soll ich es ausrichten. Der Polizeiverwalter lässt euch verbieten, das Lied zu singen. Das 30er Lied. Oder wie sie es nennt. Nächste hat er uns zu verbieten. Und wenn wir singen, hast du Fabrikanten Häuser beim Kopf des Anstoß. Und ein Verwalter, die beschädigen. Das sag bloß, Baumert, was ist denn im Gange? Zu 30 angehen wollen sie halt sehen, ob er was zulegt zum Lohne da hier. Machst du auch noch mit den Dollheiten? Sieh auf, Wälzel, an mir liegt's nicht. Ein Junges kann manchmal und ein Altes muss. Das sollte mich doch wundern, wenn sie mir einmal Bese käme. Dass die alten Krepper vollen sein Verstand verlieren. Jeder Mensch hat halt eine Sehnsucht. Ist ja auch nicht zu verwundern, Herr Kandidat. Sie sind jung. In Ihrem Alter hatten wir Alten
ich will nicht sagen dieselben Ansichten, aber doch ähnliche. Ähnliche jedenfalls. Es ist ja auch etwas Schönes um die Jugend. Und um all die schönen Ideale, aber leider nur sind sie flüchtig. Flüchtig wie der April-Sonnenschein. Kommen Sie erst einmal in meine Jahre. Lieber Herr Kandidat, Sie mögen noch so ein unruhiger Geist sein, und das sind Sie. Sie mögen noch so heftig und ungebärdig gegen die bestehenden Verhältnisse. Bitte setzen Sie sich an, gehen. Es legt sich alles. Ja, ich weiß, wir haben Amtsbrüder, die in ziemlich vorgeschrittenem Alter noch recht jugendliche Streiche machen. Der eine predigt gegen die Branntweinpest und gründet Mäßigkeitsvereine. Der andere, der macht Aufrufe, die sich zweifellos recht ergreifen ließen. Aber was beweist er damit? Was erreicht er damit? Die Not unter den Webern wird, soweit sie vorhanden ist, nicht gemildert. Der soziale Frieden dagegen wird untergraben. Nein, nein, da möchte ich wirklich was sagen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Seelsorger, werde kein Wanzsorger. Predige das reine Wort Gottes. Und im Übrigen lass den sorgen, der den Vögeln ihr Bett und ihr Futter bereitet hat und die Lilien auf dem Felde nicht lässt verderben. So, jetzt möchte ich aber wirklich wissen, wo unser liebenswürdiger Wirt so plötzlich hingekommen ist. Ach, Wille macht es immer so. Wenn was einfällt, dann rennt er weg und lässt mich sitzen. Da habe ich schon so drüber geredet, aber da mag man sagen, was man will, Herr Pastor. Aber liebe, gnädige Frau, dafür ist er ein Geschäftsmann. Bande! Komm doch mal her, Rosa. Sag mal, dieser lange, rothaarige Mensch dort. Und das ist der sogenannte Rote Bäcker. Nun sag mal, ist das vielleicht derselbe, der dich vor 2 Tagen insultiert hat? Na, du weißt doch, was du mir erzähltest, als dir Johann in den Wagen half. Ach, ich will's nicht mehr. Also, so lass doch jetzt das beleidigt tun. Ich muss das nämlich wissen. Ich habe die Frechheiten nachgerade satt. Wenn es der ist, so ziehe ich ihn nämlich zur Verantwortung. Nun hören Sie bloß! Hören Sie bloß! Will denn dieser Unfug wirklich kein Ende nehmen? Also, da muss ich wirklich schon sagen, es wird Zeit, dass die Polizei einschreitet. Das sind ja nicht bloß junge Leute, Herr Weinhold. Da laufen ja auch alte, gesetzte Weber in Massen mit. Menschen, die ich jahrelang für ehrenwert und gottesfürchtig gehalten habe, die laufen da mit, die nehmen teil an diesem unerhörten Unfug und treten Gottesgesetze mit Füßen. Wollen Sie diese Leute vielleicht auch noch in Schutz nehmen, Herr Weinhold? Gewiss nicht, Herr Pastor. Das heißt, cum grano salis. Es sind eben hungrige, unwissende Menschen. Sie geben halt ihre Unzufriedenheit kund, wie Sie es verstehen. Ich erwarte ja gar nicht, dass solche Leute... Herr Weinhold, aber ich bitte Herr Sie. Kandidat, ich bedauere sehr. Ich habe Sie nicht in mein Haus genommen, damit Sie mir Vorlesungen über Humanität halten. Ich muss Sie ersuchen, sich auf die Erziehung meiner Knaben zu beschränken, im Übrigen aber meine Angelegenheit mir zu überlassen. Verstehen Sie mich? Gewiss. Gewiss, ich habe Sie verstanden. Ich sah es kommen, es entspricht meinen Wünschen. Ja, dann aber doch möglichst bald. Wir brauchen das Zimmer. Aber Wilhelm! Ja, bist du wohl bei Sinnen? Du willst einen Menschen in Schutz nehmen, der solche Pöbeleien und Schurkereien wie dieses Schmählied da verteidigt? Aber Mendel, er hat's ja gar nicht. Herr Pastor, hat das verteidigt oder hat das nicht verteidigt? Herr Dreißiger, man muss es seiner Jugend zugute halten. Ich weiß nicht. Der junge Mensch ist aus einer so guten und achtbaren Familie. 40 Jahre war sein Vater als Beamter tätig und hat sich nie auch nur das Geringste zu Schulden kommen lassen. Die Mutter war so überglücklich, dass er hier ein so schönes Unterkommen gefunden hatte. Und nun? Nun weiß er sich das so wenig wahrzunehmen. Herr Dreißiger! Herr Dreißiger! Herr Dreißiger! Nun geh doch! Herr Dreißiger! Sie haben mich fest, Sie müssen kommen, Sie haben ihn gefangen. Ist jemand zur Polizei gelaufen? Ergebener Diener, Herr Verwalter. Es freut mich, dass Sie gekommen sind. Doch,
Herr Verwalter, es ist mir endlich gelungen, einen der Hauptsänger von meinen Färbereiarbeitern festnehmen zu lassen. Ich konnte das nicht weiter mit ansehen. Wenn es in einem geordneten Gemeinwesen ungestraft möglich sein sollte, unbescholtene Leute wie ich und meine Familie fortgesetzt öffentlich zu beschimpfen, ja dann müsste ich bedauern, andere Begriffe von Recht und Gesittung zu haben. Gewiss nicht, Herr Dreißiger, es ist ganz in der Ordnung. Es ist mir sogar sehr lieb, dass Sie einen der Hauptschreier haben festnehmen lassen. Ich werde diesen berufsmäßigen Schandmäulern das Handwerk legen, gründlich. Es ist im allgemeinen Interesse, nicht nur im eigenen Interesse. Unbedingt, ganz unbedingt. Herr Dreißiger, das kann Ihnen kein Mensch verdenken. Ja? Herr Verwalter, melde gehorsamst, wir haben den Menschen festgenommen. Wollen Sie den Menschen sehen, Herr Polizeiverwalter? Ganz gewiss. Ganz gewiss. Wir wollen ihn zuallererst mal aus nächster Nähe betrachten. Tun Sie mir den Gefallen, Herr Dreißiger, und bleiben Sie ganz ruhig. Ich verschaffe Ihnen Genugtuung. Damit ist es nicht getan. Der Mensch kommt unweigerlich vor den Staatsanwalt. Ja. Kaffee. Ach, ihr elenden Kerle hier! Mensch, Arbeiter wollt ihr sein? Kameraden wollt ihr sein? Mensch, ich sowas machte, ich mich vergreifen tät an meinen Genossen, dann müsste ich denken, die Hand müsste mir verfaulen. Ach, hier! Mütze auf, Fliegel! Wie heißt du? Da habe ich mit dir schon Schweine gehiet. Na, das ist stark. Das Übrige wird sich finden. Wie du heißt, frage ich dich. Gerd, sprich, oder ich lass dir 25 Überresten! Ja, nun sag mal auch. Plättbrettl, Emilie. Du bist jetzt bei der feinen Gesellschaft? Du sieh auch zu, dass du wieder rausfindest. Hier kann einmal der Wind wehen, der bläst alles weg. Über Nacht. So bin ich aber am Ende mit meiner Geduld. Zum letzten Mal. Wie heißt du? Er heißt Jäger, Herr Verwalter. Moritz. Moritz Jäger, nicht? Na ja, nun sag bloß Jäger. Kennst du mich nicht mehr? Ja. Sie seien der Pastor Kittelhaus. Ja, dein Seelsorger. Derselbe, der dich als kleines Wickelkind in die Gemeinde der Heiligen aufgenommen hat. Derselbe, aus dessen Hand du den Leib des Herrn zum ersten Mal bekommen hast. Erinnerst du dich nicht mehr? Ja, da hat man sich nun gemüht und gemüht, hier Gottes Wort ans Herz zu legen. Ist das nun deine Dankbarkeit? Ich habe ja ein Taler Geld aufgelegt. Ach was, Geld, Geld! Glaubst du, dass das schnöde, erbärmliche Geld... Behalt doch dein Geld! Dann gilt nicht, was das für ein Unsinn ist. Sei brav, sei ein Christ, halt Gottes Gebote. Geld, Geld. Ich bin Quäker, Herr Pastor. Ich glaube nicht mehr. Ach was, Quäker? Mach, dass du dich besserst. Und das unverdaute Wort aus dem Spiel, die Quäker. Das sind sehr fromme Leute und keine Heiden wie du, Quäker. Quäker. Mit Erlaubnis, Herr Pastor. Kutsche, binden Sie ihm die Hände. Was ist das nun wieder? Das verstehe ich. Das heißt, dass Sie den Lumpen wieder raushaben wollen. Den Gefallen werden wir Ihnen nun aber mal nicht tun. Verstanden, Kutsche? Er kommt ins Stockhaus! Ich habe Respekt zu vermelden, Herr Verwalter. Ich glaube, wir werden wohl unsere Not haben. Das ist eine ganz verteufelte Hetze Menschen. Das ist eine richtige Schwefelbande, Herr Verwalter. Vielleicht verpflichtet sich gut will ich mitzugehen. Oder so. Auf so etwas kann ich mich unmöglich einlassen. Vorwärts, Kutsche! Nicht lange gefackelt! So feste, wie er nur kennt. Sie ist ja doch nie auf lange! Du, vorwärts! Marsch! Wenn Sie Sorge haben, dann lassen Sie 6 Mann von den Färbern mitgehen. Die können Ihnen in die Mitte nehmen. Ich reite voran, Kutsche folgt! Wer sich entgegenstellt, wird niedergehauen! Nein! Ich werde euch bekicken, Kien! Und bewaubern!
Und wenn sich die gnädige Frau Dreisichern auch noch so stolz macht, sie ist deshalb doch nie mehr wie unsereins. Die hat meinen Vater über 100 Mal für 3 Pfennige Schnaps vorgesetzt. Schwadron! Links um! Was das? Hier über! Ist ein Gewicht! Lass nimmer! Als die Schweden! Wo man nicht erst durch tritt! Das Leben ernst zu nehmen! Becker! Was meinst du? Wollen wir nur nicht unseren Whist machen? Ich denke, der Sache steht nun nichts mehr im Wege. Nun fange ich an, die Geschichte komisch zu finden. Dieser Kerl, der ist aber auch wirklich unbeschreiblich lächerlich. Ja, also wenn ich bloß wüsste, was in diesem Menschen gefahren ist. Bis vor kurzem war ich immer der Ansicht, dass die Webersleute, danke. Die Webersleute, ja, das wäre ein demütiger, geduldiger, längsamer Menschenschlag. Finden Sie das nicht auch, Herr Dreißiger? Freilich. Danke. Freilich waren Sie geduldig und langsam. Freilich waren das früher ordentliche und gesittete Leute. Solange nämlich die Humanitätsdusler ihre Hand aus dem Spiel ließen. Da ist ja den Leuten lange genug gesagt worden, in welchem entsetzlichen Elend sie sich befinden. So haben Sie denn mit all Ihrer Humanität nichts weiter zu Wege gebracht, als dass aus Lämmern über Nacht buchstäblich Wölfe geworden sind. Was? Ach, ich meine, bei kühlem Verstande, Herr Pastor, kann man der Sache vielleicht sogar noch eine gute Seite abgewinnen. Solche Vorkommnisse werden vielleicht in den leitenden Kreisen nicht unbemerkt bleiben. Möglicherweise kommt man dort doch einmal zur Überzeugung, dass etwas geschehen muss, wenn unsere heimische Industrie nicht völlig zugrunde gehen soll. Aber wie erklären Sie sich diesen plötzlichen Rückschlag? Sagen Sie bloß. Das Ausland hat sich gegen uns durch Zölle verbarrikadiert. Dort sind uns die besten Märkte abgeschnitten. Und im Inland müssen wir auch auf Tod und Leben konkurrieren. Denn wir sind preisgegeben, Herr Pastor. Völlig preisgegeben. Herr Dreißiger! Pfeiffer, was ist denn nun schon wieder? So was aber auch. Die Obrigkeit! Na, dir wird's gut gehen. Ins Teufels Namen, Pfeiffer. Was ist Ihnen denn in die Glieder geschlagen? Hat jemand den Hals gebrochen? Sie haben Jäger Moritz befreit. Was? Verwalter geprügelt und fortgejagt. Ein Gendarm geprügelt und fortgejagt. Ohne Helm. Ein Säbel zerbrochen. Pfeiffer, Sie sind wohl übergefahren. Das ist doch Revolution! Ich bin ernst, Herr Dreißiger. Herr Dreißiger, ist mit ernst. Da kam mir doch die ganze Polizei. Herr Dreißiger, ist mit ernst. Pfeiffer, halten Sie doch das Maul zum Donnerwetter! Ach, das ist aber wirklich empörend, Wilhelm. Der ganze schöne Abend wird uns verdorben. Nun hast du's. Nun will die Frau Pastor am liebsten zu Hause gehen. Na, liebe gnädige Frau, wäre es nicht vielleicht wirklich doch am besten. Aber Wilhelm, du solltest doch auch mal gründlich dazwischen fahren. So, geh du doch und sag's. Geh du doch. Bin ich denn ein Tyrann? Bin ich denn ein Menschenschinder? Gnädige Frau! Gnädige Frau, ich hab die Pferde derweil angeschirrt. Ein Jörgel und Keuschen hat der Herr Kandidat schon in der Wagen gesetzt. Kommt's gar schlimm, dann fahren wir los. Ja, was soll denn schlimm kommen? Ich weiß ja auch nicht, ich meine halt da so. Es werden halt immer mehr Leute. Sie haben halt doch einen Verwalter mit samsten Gendarmen fortgejagt. Ist mit Ernst, Herr Dreißiger, ist mit Ernst. Was soll denn werden? Was wollen denn die Leute? Sie können uns doch nicht überfallen, Johann. Frau Madame ist eine Riede Hunde drunter. Ernst? Was? Was verlangen denn die Leute? Mehr Lohn wollen sie halt haben, die dummen Luder. Gut. Also gut, ich werde meine Pflicht tun. Ich werde hinausgehen und mit den Leuten einmal sehr ernsthaft reden. Ach, willst du das wirklich, Josef? Ich will es, ich will es. Ich weiß genau, was ich tue. Habe keine Angst. Gott wird mich beschützen. Hier ist jedes Wort umsonst. Ich werde mich stellen. Ich werde mich stellen, als ob ich ruhig nach Hause ginge. Ich will doch mal sehen, ob mein geistliches Amt, ob noch so viel Respekt bei diesen Leuten sind. Das will ich doch wirklich einmal sehen. Wo ist mein Hut? Danke. Vorwärts. Mit Gottes Hilfe.
Oh, liebe Frau Dreißiger, wenn ihm nur nicht ein Unglück zustößt. Ich weiß nicht, Frau Pastor, und mir ist er so, ich weiß gar nicht, wie mir zumut ist. Sowas kann doch Ihnen gar nicht menschenmöglich sein. Und dass er so ist, das ist ja gerade, als wie wenn's Reichtum ein Verbrechen wäre. Sehnsucht. Wenn mir das hätte jemand gesagt, ich weiß nicht, Frau Pastor, am Ende wäre ich lieber in meine kleinlichen Verhältnisse drinne geblieben. Es gibt in allen Verhältnissen Enttäuschungen und Ärger genug. Nur freilich, das sag ich mir doch auch eben. Und dass wir mehr haben als andere Leute, und Jesses, mir haben's doch auch nicht gestohlen. Ist doch heller für Pfennig auf rechtlichem Wege erworben. Sowas kann doch Ihnen gar nicht möglich sein, dass die Leute über einen herfallen. Ist denn mein Mann schuld, wenn's Geschäfte schlecht geht? Rosa! Rosa, wirf dir was über, spring in den Wagen, ich komme gleich nach. Alles bereit, aber nur schnell, es hinter Tor aufbesetzt ist. Johann, liebster Johann, rett uns! Allerbester Johann, rett meine Jungen! Rosa, sei doch vernünftig, lass doch den Johann los! Madame, nur seien so ganz geruhig. Unser Rappen sei gut im Stande. Die holt keiner ein. Wer ihn beiseite geht, der wird übergefahren. Aber mein Mann, Herr Dreißiger. Aber Frau Pastor, er ist ja gesund, beruhigen. Es ist ihm was Schlimmes zugestoßen. Sie sagen es bloß nicht. Lassen Sie es gut sein. Sie werden es bereuen. Ich weiß genau, wessen Hände da im Spiele waren. Eine so namenlose, schamlose Frechheit bleibt nicht ungerochen. Eine Gemeinde, die ihren Seelsorger misshandelt. Tolle Hunde, nichts weiter. Toll geborene Bestien, die man demgemäß behandelt. Ja, nun, so geh doch und rühr dich. Dürfst du's denn nicht? Das Gesindel ist ja wahnsinnig geworden. Sie wollen Pfeifer raushaben. Lassen Sie mich nicht zurück. Ich habe Ihnen doch immer treu gedient. Ich habe die Leute immer gut behandelt. Mehr Lohn, die festgesetzt, konnte ich nicht geben. Sie machen mich kalt mit mir, Sie schlagen mich tot. Ach, meine Kinder, meine Frau. Lassen Sie mich doch wenigstens los, Mensch. Das wird sich ja finden. Das wird sich ja alles dreißiger. Links. Umlaufen, Schipok nicht. Psst, langsam. Macht fort, ihr Wirgebänder. Komm. Wir gehen zur Hochzeit. Geh du nein. Oh, geh du. Du lässt mich aber doch zufrieden. Unten, da fangen sie gar schon an und richten an Sache zugrunde. Die Tollheit, da ist doch gar kein Sinn und kein Verstand nie drinne. Am Ende wird das noch ein sehr nervöses Ding. Dass er bald für immer liegen bleibt. Wer? Herr Dreißiger! Pfeifer hoch! Ja! Sucht Pfeifer! Sucht Pfeifer! Ist er Weberschwein aufgehoben? Pfeifer raus! Was auch nicht kriegen das? 30er Schwein, arm soll er werden! Arm soll er werden! Hört auf mich! Sind wir hier fertig? Da fangen wir erst richtig an. Da gehen wir nach Bielau nieder, zum Dittrichen. Der die mechanischen Webstühle hat, das ganze Elend kommt volle Fabriken. Genau! Genau. Thank you.
bin ich. Der Weber hat von Ansorge. Ist er verrückt geworden, Ansorge? Das ist wahr. Mit mir dreht sich's ums Kreisel rum wie eine Bremse. Was macht er hier? Was er lustig ist, wird er wohl machen. Wo ist er hier, Ansorge? Ich bin nicht gescheut. Ich stehe vernischt. Ich bin hier recht richtig. Geht weg! Geht weg, ihr Rebeller! Kopf weg! Hände weg! Beine weg! Nimmst du mir mein Häusel, nehme ich dir dein Häusel! Immer drauf! Lieber Herrgott, mir kennt. Mir kennt da gar nicht genug Dank bezeigen, dass du uns auch diese Nacht in deiner Gnade und Güte und hast dich unser erbarmt. Dass mir auch diese Nacht nicht Harnkin Schaden genommen. Herr, deine Güte reicht so weit und mir, sein arme, bese, sinnhafte Menschenkinder, aber du, lieber Vater, willst uns ansehen und annehmen um deines teuren Sohnes, unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus willen. Vergib uns unsere Schuld. Gib uns Geduld, himmlischer Vater, dass wir nach diesem leiden und werden teilhaftig deiner ewigen Seligkeit. Amen. Nee, Vater. Du machst dazu ein schönes Gebet, das machst du immer. Wo ist denn Smadel? Lieber noch Peter Schwale zu 30 Jahren. Sie hat wieder ein paar Strähnen verspult, nicht Abend. Na, Mutter, nun werde ich dir Schrädler bringen. Bring's, Anna. Sieh, ich wollte das ja zu gerne abnehmen. Nee. Was tät ich auch anfangen mit der vielen Zeit? Ich will dir die Finger ein bisschen abwischen. Das nie etwa Skarn und wird fettig. Hörst du? Ja, Vaterle. Wo hätten wir auch Fettes gegessen? Haben wir kein Fett, essen wir Brot trocken. Haben wir kein Brot, essen wir Kartoffeln. Und haben wir keine Kartoffeln auch nicht, dann essen wir trockene Kleie. Und haben wir kein Schwarzmehl, dann machen wir Schwiebenglerschunden. Da sehen wir danach, wo der Schinder verrecktes Pferd hat verscharrt. Und das graben wir dann raus und da leben wir mal ein paar Wochen von dem Luder. Also machen wir's, gell? Was Geier hast du für ein Geschwatze? Du sollst dich mehr vorsehen. Mit gottlosen Reden. Wollst mir nie helfen, Gottlieb? Es sei noch ein paar Fädel zum Durchziehen. Gottlieb soll's fortan zurechen. Die Peter Schwaler haben einmal einen Teufel riskiert und haben auf Fabrikant 30er. Mit sonst der ganzen Familie zum Lochen ausgejagt. Ach, Mann, ich liege wieder einmal in hellen Morgen rein. Das mal nicht, junge Frau, das mal nicht. Schöne Kinderschürzel hätte ich im Morgen. Nee, ich sage Ihnen Wahrheit. Sie haben ihn heilig fortgejagt. Gestern Abend ist er nach Rechenbach gekommen. Na Gott zu dir. Da haben sie ihn doch nie erst einmal wollen behalten, aus Furcht vor Abebern. Da hat er doch plötzlich wieder fortgemusst auf Schweidnitz, nein. Du hast aber Zeit, dass du aufhörst, auch nicht. Mit ihnen und Augen habe ich doch gesehen. Gedemoliert haben sie den Fabrikanten sein Haus. Unten vom Keller auf bis oben ruf unter der Dachreiter. Alles zertreten und zackt. Kannst du es glauben? Schlimmer wie im Kriege. Das sollten hiesige Weber gewesen sein? Was denn sonst? Ich könnte ja alle mit Namen nennen. Man hörte auch noch nie einmal ein einziges Wort. Also schweigsam ging's her. Ordentlich feierlich wurde ihnen zumute wie die armen Hungerleider und nahmen einmal ihre Rache daher. Also ist recht. Also muss kommen. Wir hätten hier auch Menschenschinder genug. Da drüben wohnt gleich einer. Der hat 4 Pferde und 6 Kutschwagen im Stall und lässt seine Weber dafür hungern.
Wie soll da sowas rauskommen sein dort drüben? 30er sollte gesagt haben, die Weber könnten ja Gras fressen, wenn sie hungern täten. Ich weiß weiter nicht. Nun hör mal, Hornig. Du kennst mir meinetwegen sagen, Vater Hilse, morgen musst du sterben. Das kann schon möglich sein, werde ich sprechen. Warum denn nie? Du kannst mir sagen, Vater Hilse, morgen besucht dich der König von Preußen. Aber das Weber, Menschen wie ich und mein Sohn, und sollten solche Sachen haben vorgehabt, nimmermehr. Nie und nimmer werde ich das glauben. Mädel, was kommst denn so aus so geädert? Was bringst denn da geschleppt? Du bist ja ganz aus am Odem, hä? Und die Pfeifel seien auch noch im Kerbel. Mädel, was soll denn das heißen? Mädel, wo hast du den Löffel her? Na, gefunden wird's ihn haben. Seine 2-3 Taler ist der gut wert. Raus, Mädel. Raus, gleich machst du, dass du rauskommst. Wirst du gleich folgen oder soll ich ja Priegel nehmen? Und den Löffel trägst hin, wo du den her hast. Willst du uns alle mitsamt zu dienen machen? Dare, hier werde ich's Mausen austreiben. Los, Vaterle, hau mich nicht. Wir haben's doch gefunden. Die Spukind haben alle welche. Was ist der gefunden, Hotzen? Wo hast du's denn gefunden? In Peter Schwale haben wir es gefunden, vor 30er Hause. Nun, da hätten wir die Bescherung. Nun mach aber lang, sonst da werde ich dir auf der Trab helfen. Was geht denn vor? Jetzt will ich dir was sagen, Vater Hinze. Lass Gottlieb einen Rock anziehen, einen Löffel nehmen und aufs Amt tragen. Gottlieb, zieh dir einen Rock an. Seine 3 Taler kann der gut wert haben. Gib Gott sicher, Luise, dass er nicht zu Schaden kommt. Nee, so ein teuer Dinge. Wenn wir hätten, können wir ein paar Wochen davon leben. Mach, dass wir den Satanslöffel vom Halse kriegen. Na, dann will ich auch sehen, dass ich weiterkomme. Morgen, Leute. Na, das sind mal schöne Geschichten. Guten Morgen. Ja, kommt mal nur, ihr habt dicke hinter Ohren. Guten Morgen, Hornig. Morgen, Vater Hilse. Na, Mutterle, wie steht's denn mit Reißen? Besser wie? Na ja, na, seht ihr wohl. Ja, Vater Hilse, ich muss doch mal schauen, wie es bei euch aussieht. Ja, was Teufel ist denn mit dem Mutterle? Die Lichtadern seiner vertrocknet, Herr Doktor. Sie sieht gar nicht mehr. Ach, ja. Das macht der Staub und das Reden bei Lichte. Na, sagt doch mal, könnt ihr euch darüber ein Versch machen? Ganz Peter Schwale ist ja auf dem Bein hier, Riva. Ja, was in 3 Teufels Namen ist denn in die Menschen gefahren, Hilse? Die wieten wie ein Rudel Wölfe. Machen Revolution, Rebellion, werden renitent, plündern, marodieren. Milchen? Wo ist uns Milchen? Da hier. Einmal mal in meine Rockschäße. Die Pfeffernisse sind deine. Na, nun, alle auf einmal, für ein Notsmädel, du. Erst singen. Fuchs, du hast die ganz. Ne? Gestohlen gib sie wieder. Na, warte, du, was du gemacht hast. Du hast ja die Sperlinge vom Fahrzaune Stängelscheißer genannt. Alter, die haben's angezeigt beim Herrn Kanter. Na, nur sorgloser Mensch. An 1500 Menschen sind auf der Achse. Hört mal. In Reichenbach läuten sie Sturm. 1500 Menschen. Der reine Weltuntergang. Unheimlich. Wollen die hier rüberkommen nach Wielau? Ja, freilich. Ich bin ja durchgefahren, mitten durch ein ganzes Schwarm. Hörst du mal, wie wenn man mit der Knöchel einen alten, zersprungenen Bunzeltopf bearbeitet. Kinder, das dauert nie 5 Minuten, da haben wir sie hier. Adieu, Leute, macht mal keine Dummheiten. Militär kommt leider hinterher. Bleibt bei Verstande. Die Peter Schwaler haben wir Verstand verloren. Himmel, jetzt fangen unsere Glocken auch noch an, dann müssen doch die Menschen vollends ganz verrückt werden. Ich hab sie gesehen! Sie seid da! Vater! Sie seid da! Sie haben Bodenstein, Stichljagd. Sind schon beim obersten Dietrich, machen Randal. Sie kriegen, glaube ich, Geld ausgezahlt. Oh, Jesus. Was bist denn so gelaufen? Du wirst da so lange jächen?
Bis du wirst wieder mal auf dem Rücken liegen. Bis du wirst wieder mal dein altes Leiden haben und um dich schlagen. Ich musste doch laufen, sonst hätten sie mich ja feste gehalten. Sie britten schon alle, ich soll die Hand auch hinrecken. Pater Beaumont war auch dabei. Der meint über mich, Hultrock auch ein Fünfbämer. Du bist so aber Hungerleiter. Sag gar, sag's dem Vater. Vater, sie sollten kommen mithelfen. Den Fabrikanten die Schinderei heimzahlen. Es gehen jetzt andere Zeiten. Lass du dich nicht auf solche Sachen ein, Gottlieb. Da hat der Teufel seine Hand im Spiel. Das ist Satans Arbeit, was die machen. Koffer du dich auch hinter den Ofen. Nimm einen Kochlöffel und eine Schüssel voll Buttermilch auf die Knie, zieh der Reckel an und sprich ein Gebet. Du bist dein Vater Rechte. Das will ein Mann sein. Und du willst eine richtige Frau sein? Du willst eine Mutter sein? Und hetzt dein Mann auf zu Verbrechen und Ruchlosigkeiten? Ihr mit euren Bigotten reden. Davon ist mir noch nicht ein Kindl satt geworden. Deswegen haben sie gelegen. Alle Viere. In Unflat und in Lumpen. Deswegen ist mir noch nicht ein Winterle trocken geworden. Ich will ebens eine Mutter sein, dass das weißt. Und deswegen, dass das weißt, wünsche ich ja Fabrikanten die Pest und die Hölle in Rachen rein. Ich bin ebens eine Mutter. Behält mal wohl so ein Wirmtel. Ich habe mir geflennt wie Odin von dem Augenblick an, wo das so ein Wirmtel auf die Welt kam. Bis das der Tod und der Barmte sich drüber. Ihr habt euch doch einen Teufel drum geschert. Ihr habt gebet und gesungen. Und ich hab mir die Füße blutig gelaufen für ein einziges Nägerle Puttermilch. Was hat denn so ein Kinderle verbrochen? Muss er so ein elendiges Ende nehmen? Und bei Dittrich ins Trieben, da werden sie in Wein gebadet und in Milch gewaschen. Nee! Wenn's hier losgeht, nicht 10 Pferde sollen mich zurückgehalten. Und das sage ich euch, stürmen Sie Dittrich ins Gebäude. Ich bin die Erste und gnade dem Gott, der mich will zurückgehalten. Ich hab's satt. Na, so viel steht fest. Ihr ist nicht zu helfen. Euch ist nicht zu helfen. Lappärsche seid ihr alle miteinander, aber keine Manne. Kerle, die noch schönen Dank sagen. Eine Tracht Riegel, ach. Euch haben sie die Adern so leer gemacht, dass ihr nicht einmal mehr rot anlaufen könnt im Gesicht. Was ist denn mit Liesen, Vater? Nichte, Mutterle, nichte, was soll denn sein? Sag mal, Vater, macht mir's noch also was vor oder läuten die Glocken? Sie werden halt eh begraben, Mutter. Und mit mir will's halt gar kein Ende nehmen. Warum sterb ich auch ja nicht, Mann? Dein Weib hat uns solche Sachen gesagt. Da sieh einmal her, Gottlieb. Da hier, da saß ein Ding, also groß wie ein Fingerhut. Und wo ich mir den Arm hab gelassen, das weiß der König. Die Mäuse haben mir ihn nie abgefressen. Dein Weib, an die dachte noch gar kein Mensch, da hab ich schon mein Blut quartweise fürs Vaterland verspritzt. Und deshalb mag sie plärren, also viel, wie sie lustig ist. Das ist mir Schisskojenne. Ferchten. Ich und mich ferchten. Vor was denn ferchten? Sagt mir ein einzigstes Mal. Vor ein paar Soldaten, die dir vielleicht und kommen hinter Rebellen her, oh Jäckele. Da nehme ich schon noch auf mit ein paar lumpichten Bajonetten. Na, und wenn's gar schlimm käme. Gerne. Viel zu gerne tät ich Feierabend machen. Zum Sterben ließ ich mich gewiss nicht lang bitten. Lieber heit wie morgen. Wer weiß, was kommt, wenn ins Tod ist. Gesehen hat's keiner. Gottlieb, zweifle nicht an dem Einzigsten, was mir alle Menschen machen. Für was hätt ich denn hier gesessen und Schemel getreten auf Mord 40 und mehr Jahre? Und hätte ruhig zugesehen, wie der dort drüben in Hoffart und Schwelgerei lebt und Gold macht aus meinem Hunger und Kummer. Für was denn? Weil ich eine Hoffnung habe. Ich hab was in aller der Not. Du hast hier deine Parte. Ich drüben in jener Welt. Das hab ich gedacht. Und ich lass mich vierteln. Ich hab eine Gewissheit. Es ist uns verheißen. Gericht wird gehalten, aber nicht mir sein Richter, sondern mein ist die Rache, spricht der Herr, unser Gott. Von mir aus macht was da lustig sein. Und ich werde da wohl müssen drin lassen. Mal kommen, was da will.
Oh je, was, je, was. Wir kommen sie aber wieder an, Alter. Wo seien doch die vielen Weber her? Werden sie den Fabrikanten Dittrich auch noch hochnehmen? Sie holen die Weber aus den Häusern raus. Weber raus! 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 Komm, du gehst auch nicht, du auch nicht. Weber raus! Lass dir das Bänke fließen, der Mann! Raus da! Ihr sollt euch auch keinen Schaden mehr zufügen! Dafür wird gesorgt werden! Ihr sollt auch keinen Schaden mehr hungrig schlafen, ihr! Der Weber soll wieder Dach über Kopf und der Hemd verleiht kriegen! Der Teufel her mit Stangen und Äxten. Die schlagen wir zäh. Auf Dittrichsens Bucke. Die machen wir clean. Sonst stoppen sie Fabrikanten in der Rachen. Damit sie auch einmal merken, wie Hunger brennt. Komm mit, Vater Hilse. Wir geben kein Pardon. Mit uns hat auch keiner Erbarmen gehabt. Weder Gott noch Mensch. Jetzt schaffen wir uns selber recht. Brüderle! Kommt an mein Herz, Brüder! Lass mich zufrieden. Gustav. Ah, so ist es. Glück muss der Mensch haben. Rat einmal, was in dem Bauch steckt. Ein Edelmannsfressen steckt in dem Bauch. Ja, so ist es. Glück muss der Mensch haben. Da kriegt er Schlampanscher und Hasen gebraten ist. Ich will euch einmal was sagen. Wir haben heute einen Fehler gemacht. Zu lang müssen wir. Zu lang müssen wir. Wenn man den ersten guten Bissen verdrückt hat, da spielt man wohl Ball in der Natur. Jesus, da kriegt man einen Forscher so also stark wie ein Bremmer. Da treibt seine Stärke aus der Gliedmaßen auch also raus, dass man gar nicht mehr weiß, wo man hinhaut. Was wollt ihr bei mir? Sieh, das eine Hände wollt ich dir bringen. Sollst Mutter eine Suppe davon kochen? Geh und sag's Mutter. Ja. Lass mich zufrieden. Ich mag keine Hähnchensuppe. Hast recht, Mutter. Ich auch nicht. Und da so eine schon gar nicht. Und ihr, Baumert, hier will ich ja Wort haben. Wenn die Alten schwatzen wie die kleinen Kinder, dann steht der Teufel auf dem Koppe vor Freiden. Und das ihr's alle wisst, ich und ihr, wir haben nichts nicht gemeint. Mit meinem Willen seid ihr nicht hier. Ihr habt hier nach Recht und Gerechtigkeit nicht zu suchen. Wer nicht mit uns ist, der ist wider uns. Also, Hilse, du hör mal doch nicht, Hilse, was? Du bist ja ganz schief gewickelt, mein Lieber. Wir seien keine Diebe. Wir haben Hunger weiter nicht. Wir wollen leben weiter nicht. Und deshalb haben wir strikt durchgeschnitten, an dem wir hingen. Und das ist auch ganz richtiger so. Du, sag du noch ein Wort und ich hau da ein Ding rein mit dem Dezimmerblatt. Hör auf! Lass doch mich, Bäcker! Lass es mir! Lass dir den alten Mann! Vater Hilse, so denk mir mal. Eher tot, als wie so ein Leben noch einmal anfangen. Hab ich nicht gelebt, 60 und mehr Jahre? Das ist egal. Das ist egal. Anders muss werden. Am Nimmermehrstage. Was man nicht gutwillig kriegen, das nehmen wir mit Gewalt. Mit Gewalt? Nun, da lasst euch bald begraben, da hier. Die werden es euch beweisen, wo die Gewalt steckt. Da war's. Glaubst du wegen der Soldaten? Wir seien auch Soldaten gewesen. Mit ein paar Kumpanien wären wir schon fertig. Mit dem Maule, da will ich's glauben. Und wenn auch. Zwei Jagden aus. Und Zähne kommen wieder hin. Gehst mit uns, Radlin. Das wird er wohl bleiben lassen. Ach, halt euch nicht auf, erst. Solchen Gebetbichel Hengsten verdut auch keine Zeit. Kommt aber Platz. Auf den Platz sollt ihr kommen, Pate Baumert. Kommt, dass so schnell wie ihr könnt. Der Major spricht vom Pferde runter mit den Leuten sollen heimgehen. Wenn wir nicht schneller machen, dann haben wir alles verloren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, schönen Kopf an Mann hast du da. Ach, Mensch. Mann, hätte ich, so hätte ich einen Mann. Also komm mit. Komm mit, bitte ich. Komm mit uns. Gesund, Vater Hilse. Wir sehen uns wieder. Das glaube ich wohl schwerlich. 5 Jahre lebe ich nicht mehr. Und eher kommst du nie wieder raus. Guten raus, Vater Hilse. Aus dem Zuchthause, woher denn sonst? Das wäre mir eben recht. Da kriegt man wenigstens satt Brot, Vater Hilse. Es war, Gustav, ein kleines Schleuder habe ich.
Aber deswegen bin ich noch klar genug im Kopf wieder hier. Du hast deine Meinung von der Sache, ich hab meine. Ich sag, Becker hat recht. Nimmt sein Ende in Ketten und Stricken. Im Zuchthaus ist immer noch besser wie daheim. Ist man versorgt. Da braucht man die Damen. Ihr wollt ja gerne nie mitmachen. Aber sieh, Gustav. Der Mensch muss doch ein einziges Mal einen Augenblick Luft kriegen. Bleib gesund, Gustav. Sollte was vorfallen, sprich ein Gebet für mich mit. Mann, die Dielen zittern ja also sehr. Was geht denn vor? Was soll denn hier werden? Gottlieb! Was soll ich denn? Lass du die Axt liegen. Wir sollten Holzkläne machen. Gottlieb, hör du auf das, was der Vater sagt. Jesus Christus, du donnert's wohl wieder. Du lieber Herrgott im Himmel, schütz die armen Weber. Schütz meine armen Brüder. Jetzt fließt Blut. Soll man sich jetzt etwa auch noch kuscheln? Vater Hilze! Vater Hilze, geh vom Fenster weg. Bei uns oben im Oberstiebel ist eine Kugel durchs Fenster geflogen. Apo, haben Sie kalt gemacht? Sie laden wieder. Gleich werden Sie wieder eine Salve geben. Gottlieb, sieh dir mal dein Weib an. Die hat mehr Kriegen wie du. Die springt vor der Bajonette rum, wie wenn sie zur Musik tanzen täte. Ist doch übrigens, Weber. Es wird wohl Feierabend sein führen. Da hat der Prellkugel ins Ohr gekriegt. Was? Was? Sind wir tolle Hunde? Sind wir Pulver, Blei fressen statt Brot? Sollen wir mal Weiber erschossen werden? Ist doch nicht geschehen. Aufgepasst. Jetzt komm ich. Gottlieb! Gottlieb! Wo ist denn Gottlieb? Beim Teufel ist er! Geht vom Fenster weg, Vater Hilde! Ich nicht. Die hat mich mein himmlischer Vater hergesetzt. Gell, Mutter? Die bleiben wir sitzen. Und wenn der ganze Schnee verbrennt. Fadelle. Fadelle, was? Was ist denn mit dir? Großvaterle! Großvaterle! Mach auch mal ein Sprichwort. Das kann ihm ja ordentlich Angst werden.